Darüber wollen wir sprechen. Zugeschaltet aus Straßburg ist uns jetzt Sven Giegold. Er ist grüner Wirtschafts- und Finanzpolitiker im Europaparlament. Schönen guten Morgen nach Straßburg. Ja, guten Morgen, Herr Serin. Also, etwas über 1 Billion Euro umfasste ursprünglich der vorgelegte Haushalt. Den Deutschen ist das zu viel, den Briten ist das auch zu viel. Wo verläuft die rote Linie? Wie viel Kürzungen würden Sie denn in Kauf nehmen? Also ich will eins erstmal vorab sagen, diese absolute Summe kann sich kein Mensch vorstellen, aber das bedeutet über einen Zeitraum von 7 Jahren, dass 1 Cent von jedem Euro, der in Europa erwirtschaftet wird, in den europäischen gemeinsamen Bereich geht. Und das ist dann in Perspektive gesehen nicht mehr eine so gigantische Summe. Und was wir als Grüne sagen, ist völlig klar, wir sind für eine sparsame Haushaltsführung. Wir würden zum Beispiel bei Großbetrieben in der Landwirtschaft Grenzen einziehen. Also riesige Großgrundbesitzer sollten nicht in dem Maße gefördert werden. Wir sind auch der Meinung, dass man etwa bei den sehr hohen Beamtengehältern kürzen kann oder beim Atomfusionsreaktor. Aber wir brauchen mehr Geld zur Bekämpfung der rasanten Jugendarbeitslosigkeit und mehr gemeinsame Zukunftsinvestitionen. Sie haben jetzt einige Themen schon angesprochen. Es heißt Einsparpotenziale. Landwirtschaft haben Sie schon genannt. Andere Töne gibt es da immer wieder zu hören, wenn es um die Verwaltung geht. Das heißt hohe Beamtengehälter, vielleicht auch sogar einen Sitz, einen Parlamentssitz vielleicht abzubauen. Was sagen Sie denn dazu? Ja, dort gilt erstmal Folgendes. Die EU ist wider allen Sagens relativ schlank verwaltet. Es sind 45.000 Beamte. Das ist weniger als eine der großen Städte in Deutschland. Und das sind 6% des EU-Haushaltes, der überhaupt nur in diesem Bereich geht. Daran zeigt sich schon, große Sprünge kann man in dem Bereich nicht machen. Trotzdem gibt es jede Menge Verschwendung. Wir sind auch der Meinung, wir brauchen nur einen Parlamentssitz. Das scheitert an Frankreich. Wir sind auch der Meinung, dass ein Teil der Beamten deutlich zu hoch verdient. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir hier einige Zulagen im Europäischen Parlament einsparen könnten. Aber damit kann man diese großen Summen nicht bewegen. Und man muss sehen, dass im Moment die Bundesregierung zusammen mit Herrn Cameron im Grunde versucht, einen Deal durchzusetzen, bei dem genau im Bereich der Zukunftsinvestitionen gespart wird und eben nicht bei Privilegien. Sollte es denn Ihrer Meinung nach über 1 Billion Euro, jetzt jongliere ich auch schon mit den Zahlen, über 1 Billion Euro in dem Haushalt gehen oder liegen Sie darunter? Was ist denn Ihre Position? Das Europäische Parlament hat sehr klar gesagt, ähnlich wie die Kommission, dass der Haushalt nicht bei 1% des Bruttoinlandsprodukts liegen soll, sondern bei 1,12%. Das ist ein wenig mehr als 1 Billion Euro. Aber ehrlich gesagt, das ist ein wenig mehr. Und das ist notwendig, wenn man verhindern will, dass man genau in diesen Programmen, die uns gemeinsam weiterbringen, sparen will. Ich will das noch mal ganz klar sagen. In der Regel ist es billiger, wenn man Dinge europäisch macht, als wenn man sie national macht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als die Europäische Zentralbank gegründet wurde, gab es über 40.000 Mitarbeiter der Zentralbanken national. Das ist abgebaut worden. In Frankfurt sind dafür nur einige tausend Stellen geschaffen worden. Unterm Strich hat Europa Geld gespart. Wir leisten uns 27 Botschaften in allen Staaten. Würden wir das zusammenlegen, steigt zwar der EU-Haushalt, wir haben aber gleichzeitig insgesamt Geld gespart. Und das ist ganz zentral, dass man nicht nur darüber redet, wie groß die Summe ist, sondern auch sieht, was man damit auf nationaler Ebene bewirken kann. Herr Giegold, Sie haben ja gerade auch schon die Rolle der Briten genannt. Ich kann mich noch erinnern, im Herbst, da hat der Cameron einfach No gesagt und das Ganze ist so mit den Bach runtergegangen. Für dieses Mal hat er gesagt, möchte ein bisschen moderater auftreten. Ich kann es mir schwerlich vorstellen, dass sich 27 Staats- und Regierungschefs dort auf eine Summe einigen. Was passiert, das können Sie uns sagen, wenn es dort zu keiner Einigung kommt? Also zunächst mal muss man sagen, es müssen sich zwei einigen. Der Rat muss im Konsens aller Länder beschließen und dann muss sich der Rat mit dem Europäischen Parlament einigen. Und das Europäische Parlament hat einen deutlich anderen Weg. Wir wollen zwar eine höhere Summe, wir möchten aber weniger Geld von den Mitgliedsländern und wir wollen das aus Eigengeldern finanzieren, wie der Finanztransaktionssteuer oder der Versteigerung von Lizenzen bei den CO2-Zertifikaten. Wir möchten also eigene Einnahmen der Europäischen Union und die Mitgliedsländer entlasten. Und diese Verhandlung wird dann geführt werden müssen. Und dann müssen sich beide zusammen einigen. Man muss sagen, dieser Weg ist beschwerlich, der muss auch dringend reformiert werden. Aber wir sind bisher immer bei zentralen Fragen letztlich zu einer Einigung gekommen.
Vielen Dank dem grünen Finanzpolitiker im Europaparlament Sven Giegold nach Straßburg.